Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ori and the Blind Forest. Im letzten Part haben wir angefangen, hier ein bisschen nach ein paar versteckten Zellen zu suchen. So kann man das eigentlich nennen. Und ja, ich fange damit jetzt noch mal ein bisschen an. Also ich werde jetzt noch ein bisschen fortführen. Und dann im nächsten Part machen wir weiter mit dem hier. Ich glaube zumindest, das ist ab dem hier. Ja. Einen anderen Weg sehe ich nicht. Gut. Jetzt aber schauen wir uns erstmal den Weg an. Egal, ich werde jetzt eh wieder... Huch. Das war ein bisschen zu voreilig, aber gut. Huch. Die sind kaputt. Warum gehen die nicht mehr? Und runter mit uns. Wir machen das kaputt. Ja, dann müssen wir da hoch. So. Ach ja, die Spinne habe ich beinahe vergessen. Huch, einen weiteren Fähigkeitenpunkt haben wir bekommen. Ach Mann. Sei jetzt aber. Okay. Jetzt müssen wir aber in die Richtung, sonst kommen wir an die falsche Stelle. Hier können wir uns zum Glück nach oben tragen lassen. So, da bin ich falsch. Wir müssen noch eins weiter nach oben. Hier hin. Genau, da muss ich nach oben. Oh Mist, getroffen. Und der war ja schnell kaputt. Ja gut, wir haben ja im letzten Part das verbessert, dass es schneller geht, dass ich schneller schieße. Von daher ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass es schneller geht. So. Genau. Oh Gott. Okay, ich lebe heute sehr gefährlich, deswegen speichere ich jetzt erstmal. Aber wir sind gleich da, von daher darf ich jetzt auch gefährlich leben. Okay. Hui, das war elegant. Das auch. Oh, jetzt kommen wir ganz easy da hoch. Sehr schön. Okay, müssen wir jetzt? Ach, ich bin ganz in der Nähe davon. Stimmt, ich wollte doch da hoch. Dazu muss ich aber da hochkommen. Oder hier hoch. Aber ich glaube, das schaffe ich nur mit Dreifachsprung. Oder wenn ich hier mich ganz hoch treiben lasse. Komm. Hier ganz hoch. Und dann schnurstracks runter. Ich hoffe, das reicht. Ja, perfekt. Und eine zweite Fähigkeitenzelle. Ich glaube aber, jetzt brauchen wir für jede drei. Für den brauchen wir drei, für den brauchen wir drei. Und für die braucht man drei. Okay. Nun gut, immerhin haben wir sie. Da hinten ist noch eine. Die müsste ich eigentlich jetzt auch erreichen können. Ist auch gar nicht so weit weg von hier aus. Wenn es euch stört, dann schaut am besten erst im nächsten Part weiter. Aber ich mache das einfach der Vollständigkeit halber. Ich habe das halt doch lieber, wenn das irgendwie ein bisschen vollständig ist und wenn ich alles schön fleißig einsammle. So. Bevor ich hier einiges übersehe und es viel zu schnell durchspiele. Das sammle ich doch lieber jetzt alles ein, wo ich die Chance dazu habe.
Soweit ich das eben kann, ne? Okay. Da sind wir in der Geisterhöhle. Und da könnten wir schon nach oben, aber wir können auch erst hier nach oben. Oh, hier hört sich echt gruselig an. Mal sehen, ob der Frosch wieder da ist. Nö. Huch. War da nicht vorhin noch ein anderer? Okay. Okay, perfekt. Dankeschön, lieber Frosch. Damit sind wir hier oben, aber wir müssen noch ein bisschen weiter nach oben. Aber schaffen wir das von hier aus? Hm. Wie kommen wir denn sonst da oben hin? Ah, Mist, komme ich da jetzt nicht hoch? Das ist ja ärgerlich. Ich würde da aber ganz gerne hochkommen. Vielleicht ja mit diesem Felsen hier. Dass ich da hochspringen kann. Mal probieren kann. Wir können es mal. Scheinbar nicht, okay. Dann müssen wir warten, bis dieser dämliche Frosch hier wieder existiert. Hm. Okay, schauen wir mal. Boah, nicht so weit runter, lieber Ori. Okay, so schaffen wir das. Ah, komm. Wir schaffen das doch. Echt nicht? Ach komm. Das kann's doch nichts gewesen sein jetzt. Oh nein. Oh nein, wo sind wir jetzt? Oh. Okay. Wir müssen wieder ganz da drüben hin. Ich sollte wirklich öfter speichern. So. Am besten immer gleich, bevor ich verrecke. Ja. So. Dann sind wir hier. Okay. Das war meine einzige Chance, da hochzukommen. Oh, da muss ich es doch darüber versuchen. Und das ist noch nerviger und noch unmöglicher. Ich muss beide töten, ne, damit ich da hochkomme.
Komm her, Froschi. Das sind zwei Frösche, oha. Oh. Kommt her. Und? Und noch einer? Nein. Oh Mann, mich sticht gerade irgendwas in die Hand. Oh. Okay, perfekt. Sind wir immerhin schon mal hier oben. Aber das bringt mir auch nicht viel. Das bringt mir halt leider wirklich nicht viel. Komm her. Also jetzt. Und du stirbst mal bitte. Weil dich brauche ich nämlich nicht, blöde Rabe. Okay. Sehr schön, geschafft. So, und? Auch wieder geschafft. Okay. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich da hochkomme. Scheint auch so. Hui! Und eine weitere Fähigkeitenzelle. Die lösen wir doch gleich mal ein für den Dreifachsprung. Sehr schön. Was haben wir da eigentlich als nächstes? Ultraverteidigung. Okay. Wie cool. Wir haben den Dreifachsprung. So. Da hinten ist noch etwas. Das sollten wir eigentlich mit dem Dreifachsprung hinkommen können. Ach komm. So. So, okay. Kleine Hindernisse aus dem Weg geräumt. Bam! Kaputt! Okay, die nächste Seelenverbindung gleich machen. Boah, das sieht so cool aus mit dem Dreifachsprung. Und das sind uns jetzt ganz neue Wege offen. So, müssen wir mal schauen. Da kommen wir wahrscheinlich so nicht hoch. Schade. Aber macht nichts. Okay. Super, haben wir gut gemeistert. Und? Ja, yeah, geschafft! So, gleich mal speichern. Und dann holen wir uns diese Fähigkeitenzelle hier. Damit haben wir einen weiteren Fähigkeitenpunkt. So, und da hinten ist eine Energiezelle. Sonst haben wir nur noch das hier und da komme ich noch nicht durch. Was, und hier noch was. Aber da weiß ich nicht, wie ich da hinkomme. Oh, da ist noch ein ganzes unentdecktes Gebiet. Aber wie komme ich da denn hin? Achso, da über den Eingang. Okay. Na gut. Und da ist auch noch was. Habe ich das beim letzten Mal nicht geholt? Ah ne, hier müssen wir dann hin. Hier. Okay.
Egal, wir gehen jetzt erstmal dahin. Komme ich da so? Nein, da komme ich so nicht raus. Okay. Boom, 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 Explosion. Ist mir ja gar nicht mehr sicher für irgendwas hier. Der Ori geht ab. Okay. Ach ja, wir sind in der Spinnenhöhle. Ah, ich erinnere mich, wir wollten mal hier hoch. Eigentlich wollten wir das jetzt. Ah, perfekt. Jetzt haben wir es geschafft. Ach nein. Ich erinnere mich. Da kamen wir ja gar nicht durch. Zumindest nicht von der Seite. Hallo. Okay. Jetzt sind wir schon mal hier. Ob wir den Rest auch noch schaffen? Wenn die Spinne weiter hier schießen würde, würden wir das zumindest schaffen. Okay. Sehr gut, da sind wir schon mal hier gelandet. Okay, schnell kaputt machen. Puh. So, geschafft. Oh. Okay. Und eine weitere Energiezelle haben wir. Sehr gut. So, wo wollte ich als nächstes hin? Da kamen wir noch nicht durch. Hier haben wir schon alles durchsucht. Hier kommen wir später hin. Ich wollte eigentlich dann hier runter, ne? Dahin. Okay, das wird ein etwas weiterer Weg. Ich schätze mal, dass ich auch im nächsten Part noch gar nicht fertig werde. Aber gut. So ist das halt manchmal. So. Frag mich, wie man das da kaputt machen kann. Hui. So, da. Da müssen wir hoch. So, jetzt dürften wir eigentlich da sein. Ja. Ach ja, alles zerstören. Dann müssen wir da einfach geradeaus. Und dann kommen wir erstmal dahin. Und dann können wir eigentlich dahin, ja. So, machen wir hier erstmal alles kaputt. Hier knarzt mal alles. Wir sehen den Geisterbaum da hinten. Hallo, altes Haus. Ich bin ja eigentlich nicht mehr so gut auf dich zu sprechen, ne? Aber ja. Sonst alles klar. Ja, das ist schön. So. Gut zu wissen, dass wir da auf unsere Fähigkeitenpunkte und so, auf unseren Fähigkeitenbaum zurückgreifen können. Ja, da lang einfach geradeaus. So. Ach komm, stirb doch einfach. So, okay. Wir sind gleich da.
Und da sind wir, aber ich frage mich, ob wir da überhaupt durchkommen. Achso, dann kommen wir da nicht mehr durch. Okay. Gut zu wissen. Aber hier müssen wir hoch. Aber ich weiß nicht, wie wir da... Das hier... Wie wir das schaffen sollen. Das weiß ich noch nicht. Aber das werden wir auch noch rausfinden. Hier schaffen wir es aber auch ohne das da. Wobei, das hebe ich mir auf, wenn ich hier fertig bin. Weil dann sind wir ja schon wieder in der Nähe von da, wo wir eigentlich denn hin wollten. Also... von unserem nächsten Story-Abschnitt. So. Okay. Okay. Ja, da müssen wir runter. Oh oh. So. Oh nein, nicht schon wieder. Okay, den hätten wir besiegt. Wenn auch mit ziemlich hohem Einsatz. Oh Gott. Ich bin hier erwischt. Ja gut, wir sind jetzt dann gleich da. Von daher. Hui. Haben wir auch noch bekommen. Ach ja, du schon wieder. Wieder komme ich nicht mehr durch. Nein! Ernsthaft jetzt? Komme ich da gar nicht mehr hin? Nein. Och nö, dann war das jetzt ganz umsonst. Okay, wir kommen da nicht mehr hin, schade. So, ein weiterer Fähigkeitenpunkt erhalten. Oh, verdammt. Das tat weh. Sogar sehr. So, erstmal wieder aufladen hier. Nun gut, dann waren wir umsonst hier. Heißt das, ich krieg den Fähigkeitenpunkt nie wieder? Ja, das wäre ja doof. Entschuldigung, mein Hals versagt gerade ein bisschen. Wahrscheinlich vor lauter Schock hier. So. Hoch mit uns. Komm, Ori. Oh, voll in den Stacheln gelandet. Okay. Jetzt müssen wir nur noch da ganz rüber. Warum habe ich das eigentlich noch nicht eingesammelt? So. Jetzt können die komischen Krähen mich mal. Kommen wir echt gar nicht mehr in die Elendsruinen. Das ist sehr ärgerlich. Hui. Und hoch mit uns. Bald haben wir schon wieder 3 Fähigkeitenpunkte zusammen. Dann können wir die nächste aktivieren. Die nächste Fähigkeit. Ach komm. Mein Timing ist doch sonst nie so schlecht. So. Ah, Mist, hätte ich es gebraucht, um da hochzukommen. Na gut, egal. Wir müssen eigentlich nur noch geradeaus. Oh Mann, die klauen mir aber auch Leben ohne Ende hier.
So. Ich war der Meinung, das hätte ich schon mal eingesammelt. So. Ach komm, warum muss es da jetzt sein? Wow, der hat doch noch eins hingesetzt. Das ist ja ärgerlich. Okay, und... der Dreifachsprung ist so toll! Ich könnte den down machen. Hey, kletter doch die Wand hoch. Okay, perfekt. So, jetzt sind wir gleich drüben. Oder kam ich da einfach nur nicht hin? Ach komm! Das darf wohl nicht wahr sein hier! Nee, drüber kam ich. Oder vorher noch nicht. Eine Fähigkeitenzelle. Okay. Wir machen die Stiftflamme-Explosion. Ah, das war ja abzusehen. So. Und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter mit der Story. Ich habe jetzt erstmal genug eingesammelt hier. Auf jeden Fall, ja, geht's da dann endlich weiter. Und ich würde sagen, hier ist ein schöner Platz, um einen Cut zu machen. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, tschüss!